In unserer heutigen Folge beweisen wir der Welt, es gibt Leben im All. Dafür bauen wir ein Raumschiff in Minecraft. Das gehört den beiden Khan und Kodos. Die sind von der Serie der Simpsons und ich würde sagen, damit die zwei Halunken hier in Minecraft natürlich ihr Unwesen treiben können, schnappen wir unsere Blöcke und bauen den Raumschiff. Für unser Raumschiff holen wir uns ein bisschen türkisen Zement raus. Glatte Steinstufen, davon nochmal den Block bitte. Dann holen wir uns ein bisschen grünen Beton raus. Grauer Beton, einen Spender, Schleimblöcke, den Stoppeldrakhaken und ein bemaltes Banner für unser Alien später. Wie das geht, zeige ich dir noch. Beginnen wir erstmal mit dem Grund unseres Raumschiffes. Dafür zeichnen wir uns erstmal einen Kreis. Wir fangen an, mit unserem türkischen Zement uns erst einen Fünfer zu machen und an den Seiten machen wir schräg davon zwei Einer. Und schon kommt wieder unser Fünfer und dann wiederholen wir einfach immer das Spiel. Wenn du deinen Kreis fertig hast, geht's weiter mit den Steinstufen. Hier platzieren wir jetzt erstmal oben auf den Rand welche und wiederholen dann das nochmal auf der Unterseite und platzieren hier auch nochmal eine Stufenreihe. Sobald wir die Stufen platziert haben, gehen wir weiter zu unserem glatten Steinblock. Hier können wir den jetzt einmal außen am Rand überall so einmal langziehen. Da wir, sobald wir das dann rumgezogen haben, nochmal die Stufen nehmen und auf diesen zwei Dingern, die wir ja ein bisschen dicker gemacht haben, nochmal Stufen platzieren. Das tun wir hier einmal ringsrum und sobald das erledigt ist, nimmst du dir einmal deinen hellgrünen Beton, fliegst unter dein Raumschiff und platzierst hier auch nochmal, wie wir es oben gemacht haben, eine weitere Reihe. Wir platzieren ganz einfach hier noch in den Ecken noch einen weiteren Block, sodass wir, wenn wir von der Ecke ausgehen, immer zwei Blöcke hier haben. Das machen wir einmal ringsrum. Und sobald wir es denn erledigt haben, nehmen wir wieder einmal unsere Stufen, platzieren hier einmal in der Lücke eine, in der Ecke eine. Und das machen wir auch hier wieder einmal ringsrum. Sobald das erledigt ist, nehmen wir jetzt unseren grauen Beton und platzieren hier wieder so einen kleinen Kreis oder halt ein Viereck eher gesagt, von einfach so ein Feld von 3x3. So, gucken wir es mal von unten an. Ne, so einfach ringsrum. Dann kommen schon unsere Spender zum Einsatz. Die platzieren wir jetzt hier einmal in den Ecken. Am besten so, dass sie immer nach unten schauen. Dann schnappt ihr wieder eure Stufen und platziert die hier wieder einmal dazwischen. Aber die Mitte lassen wir noch offen, weil da möchte ich mir nochmal einen Spender platzieren. Sobald wir das erledigt haben, ist unser Raumschiffantrieb fertig. Dann können wir einmal nach oben fliegen und jetzt möchte ich mir gerne noch mein Alien platzieren. Und zwar hier auf diesem kleinen Kreuz setzen wir jetzt einfach unser Alien rauf. So, am besten mit den Schleimblöcken. Dann habe ich mir gedacht, Stolperdrakhaken, das ist jetzt einfach für die Ohren. Und dieses Banner ist jetzt einfach mal sein Auge. Aber wie craftet man sich denn dieses Banner? Für das Banner brauchst du eigentlich gar nicht mehr so viel. Ein weißes Banner, ein Webstuhl, damit das alles auch gut klappt. Schwarze Farbe einmal. Weiße Farbe einmal und zweimal hellgrüne Farbe. So, da gehen wir mal rein und gucken mal. Also, das weiße Banner bemalen wir jetzt erstmal mit der Pupille. So, nehmen wir einfach so einen Kreis. Dann nehmen wir einfach mal unsere weiße Farbe und wollen das Auge so ein bisschen alienartiger machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier diese Pyramide auf den Kopf. Zack, mache damit einmal das Auge fertig. Dann kommt zweimal grüne Farbe. Einmal machen wir einen Rahmen ringsrum. Und dann würde ich sagen, das Auge ist ein bisschen groß. Da würde ich mal sagen, machen wir den unteren Teil oder oberen Teil. Also da kann man sich jetzt ja entscheiden, wie man das haben möchte. Ich würde mal sagen, den unteren Teil mache ich mir jetzt einfach mal an. Und schon haben wir das Banner fertig. So sieht das aus. Wir wollen natürlich jetzt noch weiterbauen. Und zwar müssen wir jetzt noch den Innenraum machen von unserem Raumschiff. Dafür holen wir uns am besten jetzt hellgrauen Beton einmal raus. Den platziere ich mir jetzt hier einmal an den Seiten. In den Ecken mache ich mir auch nochmal ein paar Blöcke hin, sodass ich jetzt das Innen drin einmal so verkleide damit. Ich möchte den Boden des Raumschiffs auch noch verändern und nehme dafür polierte Anisitstufen. Die platziere ich mir jetzt hier einmal komplett überall auf dem Boden. Wenn wir das erledigt haben, können wir jetzt die Technik platzieren. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt habe ich hier meine Stufen gesetzt, aber man könnte auch einfach ein paar Schmelzöfen nehmen oder irgendwas anderes, was man möchte, und die sich hier an den Seiten einmal komplett platzieren. Da kannst du jetzt deine Technik verstauen, das heißt, du nimmst jetzt irgendwelche Kabeleien und platzierst die jetzt einfach hier. Hier in Minecraft kann man natürlich Redstone-Verstärker und Vergleicher nehmen. Die Vergleicher kann man sogar schon aktivieren. Andernfalls musst du noch Hebel nehmen und kannst halt alles aktivieren und ihn so ein bisschen einstellen, wie du möchtest. Sobald wir die Technik bei unserem Raumschiff verbaut haben, wollen wir jetzt noch die Kuppel draufsetzen. Hier nehme ich jetzt einfach türkises Glas. Ich platziere mir jetzt erstmal auf den freien Flächen hier. Insgesamt würde ich mal sagen, eine Zweier Höhe von unseren Glasblöcken. Sobald wir denn unsere Glasblöcke hier einmal rumgezogen haben, wollen wir es jetzt einmal enger bauen. Dafür setze ich jetzt hier einfach mal ein komplettes Dach einmal rauf. Suche hier nochmal die Mitte. Eigentlich ganz einfach zu finden. Ist so ein Pluszeichen. Und hier setze ich mir das einfach nochmal ein bisschen höher. Und sobald wir das erledigt haben, ist unser Raumschiff schon so gut wie fertig. Man kann nur eine Sache machen. Und zwar mit Karmesinknöpfen draußen nochmal so ein bisschen so Beleuchtung anbringen.
Gut, Knöpfe leuchten nicht, aber das soll ja einfach so ein bisschen darstellen. Damit ist es bewiesen, es gibt doch Leben im All. Wir haben unser eigenes Raumschiff jetzt auf dem Server. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du in der Infobox noch weitere solcher Videos. Wenn du nichts mehr verpassen willst, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Andernfalls bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen, wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen Alien-Invasion und dann hören wir oder sehen uns zum nächsten Video wieder. Bleib gesund und dann sage ich nur eins, haut's rein und ciao.